Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch einen Blick in die Degusta-Box werfen. Die haben wir hier und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist 13.48 Uhr, ich habe heute 2 Kaffee getrunken, ein bisschen Wasser getrunken, aber tatsächlich noch nichts gegessen. Deswegen kommt diese Box wie gerufen. Das ist eine Foodbox und sie enthält, ich glaube, bis zu 15 müssten das mittlerweile sogar sein, Lebensmittel. Und sie kostet 15,99 Euro pro Box. Ihr könnt mit dem Code Claudi, weil es eine Kooperation ist, auch 6 Euro auf eure erste Box sparen, sodass ihr quasi die erste Box für 9,99 Euro bekommen könnt. Ich habe Hunger. Ich möchte, dass hier irgendwas drin ist, was ich dann auch direkt schon mit euch zusammen naschen kann. Ihr könnt auch in diesem Video wieder eine Degusta-Box gewinnen. Das ist dann die, die zu dem Zeitpunkt, wo ich dann entsprechend eure Adresse an Degusta-Box weitergebe, um die Box zu versenden, die aktuelle ist, weil Lebensmittel haben natürlich auch ein MAD, ist klar. Ne? Ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Und vielen Dank an das Degusta-Boxen-Team. Haben wir dann dieses Jahr schon 5-jähriges oder 6-jähriges sogar schon. Also seitdem ich YouTube mache, stelle ich auch die Degusta-Box vor. 5-jähriges, 5 Jahre bin ich hier. Und ich glaube, zum Ende 2018 haben wir auch schon direkt unsere Kooperation gestartet, weil die gemerkt haben, ich brenne für diese Box. Ich habe richtig Bock drauf. Und deswegen geht das hier einfach auch immer wieder weiter, Leute. Und ich muss immer wieder sagen, ich bin einfach glücklich darüber, dass ich tatsächlich die Box damals abonniert habe, dass daraus eine Kooperation entstanden ist. Denn hier sind wirklich coole Produkte drin, die auch einen Warenwert von, ich glaube, immer über 20 Euro haben, sodass du immer ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis hast. Du solltest aber tatsächlich auch ein bisschen mal über den Tellerrand hinausschauen wollen und auch mal andere Sachen ausprobieren wollen. Denn hier haben wir drin sowohl Basic-Produkte, wie zum Beispiel mal Kaffee oder so, aber auch neue Produkte, ne, die auch einen auf eine andere Geschmacksreise nehmen. Und so sieht das dann aus, wenn es bei einem eintrifft. Und ich schiebe das mal hier so ein bisschen zur Seite. Hier ist ein Flyer für die Degusta-Box Cold. Auch das eine sehr, sehr empfehlenswerte Surprise-Nebenbox, würde ich das jetzt einfach mal nennen, weil du dort halt gekühlte Produkte bekommst. Die erscheint aber, glaube ich, nicht monatlich. Ne? Dann habe ich hier einmal den Flyer, wo die Produkte aufgeführt sind. Und dann hier nochmal Teile dein Genuss. Manchmal haben wir auch Rezepte mit dabei. Dieses Mal nicht. Mal gucken. Und dann habe ich hier schon direkt die Produkte. So, wir starten mit diesem Produkt. Und zwar ist das, dreimal, sehr cool, Waffeln Haselnuss von Auer. Das sieht so ein bisschen aus wie Manna-Waffeln, ne? Das ist einmal dieses hier. Und ist das riesig? Ich habe, wie gesagt, Hunger, ne? Heute wird so ein Naschi-Video. Ja, denn Schatzi hat sich eben schon ein bisschen was gemacht, als ich hier meine ersten Videos gedreht habe. Und dann bin ich runtergekommen und habe mir gedacht, ich hätte auch wohl mal ein bisschen Hunger. Aber der hat sich nur so Toast gemacht und ich hatte keinen Bock auf Toast. Und dann kam mir in den Sinn, hey, du hast die Degusta-Box hier oben. Dann gönnen wir uns mal. Genau. Waffeln mit Haselnusscreme-Füllung. Das sind diese klassischen, die wir kennen, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Eisdiele sind. Und dann stecken die da so drin, glaube ich, ne? Oder? Oder ist es noch ein bisschen mehr special? Kann man halt so hier abknicken. Okay. Und dann hast du hier diese Füllung. Mir. Claudi hat Hunger, ne? Mhm. Ich gönne mir mal. Oh, guck mal, kannst du auch in der Mitte durchbrechen. Habe ich übrigens schon gesagt, dass wir die Augustbox haben und das Motto Happy Holidays ist. Läuft, ne? Da war sie mal wieder zu verfressen, um das zu erzählen. Auf jeden Fall lecker und nicht zu trocken. Mag ich gerne und finde ich ziemlich cool, dass wir hier so ein Dreierpaket sogar mit dabei haben. Von Dr. Oetker habe ich hier Love It, pflanzlicher Schokopudding. Ach, guck mal, mit Rohrohrzucker. Das ist ein neues Produkt und das machst du dir einfach mit einem Pflanzendrink in einem Kaffeebecher in der Mikrowelle. Das ist ja praktisch, ne? Mischung kann in einem Teelöffelkräften, nein, mit einem, achso, erstmal machst du den Pflanzendrink warm. Und dann kommt die Mischung da rein. Und dann kannst du den Pudding warm essen. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, ne? Ich finde es auch gut, wenn wir hier immer mal wieder auch so pflanzenbasierte Produkte finden oder Produkte, die halt auch für Veganer, Vegetarier und so weiter geeignet sind. So macht das die Box halt auch ein bisschen inklusiver, nenne ich das jetzt einfach mal im Food-Bereich. Ne? Das gleiche haben wir hier auch noch mit süßem Reis. Das ist ja super. Und ich habe auch noch so einen Pflanzendrink. Den habe ich mir letztens nämlich bei DM bestellt. Vielleicht haben wir hier sogar noch einen drin. Muss ich mal gucken. Ja, also ist so eine Art
Milchreis ohne Milch, ne? Ist auch eine ganz einfache und schnelle Sache. Sowas könnte ich mir jetzt einfach auch als schnelles Mittagessen gleich vorstellen. Muss ich gleich mal schauen, wie satt mich diese Box hier machen wird. Von Tuck habe ich hier noch Bake Rolls mit drin, mit Tomate und Olivengeschmack. Richtig geil. Sowas mag ich. Ich wusste nicht, dass Tuck sowas auch herstellt, ne? Das haben wir hier einmal drin und ich schiel auch immer so. Bei den Dr. Oetker Tassenprodukten hätten wir auch noch zwei Alternativen mit drin haben können. Einmal wäre das Karamell gewesen und einmal Creme Brûlée oder sowas. Kann ich jetzt so nicht erkennen. Und hier haben wir halt die Tucks. Und da hat jeder Tomate und Olive mit dabei, was natürlich auch ganz geil herzhaft ist. Ne? Mhm. Ja, da erinnern wir uns doch alle irgendwie an Freibad oder so, wo man die mit hatte. Also ich hatte sowas immer im Freibad mit dabei. Immer ist gut, ab und an mal. Mmh. Sehr, sehr lecker. Nicht so intensiv gewürzt. Mag ich gerne leiden, so Brotchips halt, ne? Sehr gut, ich muss nämlich was trinken. HSC Energy Water, 3 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Orangen-Maracuja ohne Zucker mit B-Vitamin und Guarana. Genau, Guarana ist ja auch dann dafür zuständig, dass das Ganze dann etwas Energie spendet. Ich habe hier ein Glas, da mache ich das mal rein. Selbstverständlich ist es trotzdem wichtig, dass man sich auch Vitamine in Form von Lebensmitteln, also Nahrung, hier Obst und sowas, ne? Obst und sowas, genau, zuführt, aber ich finde das nicht verkehrt. Sowas als Zusatz mit dabei. Hm. Der Geschmack ist super dezent, aber sehr schön frisch. Das kann ich mir gerade im Hochsommer richtig gut vorstellen, weil du ja diesen Maracuja-Gedönsen auch mit dabei hast. Und Orange, das ist schön frisch, aber nicht zu überladen vom Geschmack her. Das ist schon lecker. Mhm. Das kann man auf jeden Fall gut genießen und das werde ich dann auch jetzt heute auftrinken natürlich. Das geht ja rucki zuck. Dann habe ich hier was, das verfolgt mich, ne? Diese Moon Milk von Herbaria, deine extra Überraschung. Das ist nett. Die ist dann, glaube ich, auch gar nicht aufgeführt. Die haben da irgendwie in letzter Zeit ganz schön viele von rausgehauen. Also die ist gut. Also ich habe das in so vielen Boxen gefunden. Ist bis November auch nur haltbar. Und das ist, glaube ich, mit Matcha, genau. Matcha und fruchtige Beeren. Ist nicht ganz so meine Welt, muss ich gestehen. Ich finde das einfach zu erdig oder zu grasig vom Geschmack her. Habe ich letztens mich auch mit meiner Stiefschwester drüber unterhalten. Matcha ist nicht ganz so meins. Dann habe ich hier was drin und zwar, die hatten wir doch schon mal, die fand ich so lecker von Nestle, die Cinni Minis, ne? 4 Riegel in einer Verpackung. Da muss jetzt einer von vernichtet werden. Das ist uns allen irgendwie bewusst, oder? Oder hatten wir andere, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich, nee, von hier, wie heißen die denn nochmal? Von Kellogg's, die Lions, genau, die hatten wir auch mal hier in der Box mit drin. Da konnte ich gar nicht so schnell gucken, wie mein Freund die auch vernichtet hat. Die waren nicht echt lecker. Hier hast du halt, das finde ich auch ganz witzig, hier oben die Cerealien drauf und unten drunter so eine Milchgeschichte. Also ich würde sagen, es ist wie so eine Art weiße Schokolade, ne? Ob Zimt jetzt in den Hochsommer passt, ist jedem selbst überlassen. Ich finde es jetzt gerade einfach mal lecker. Super süß, aber ich finde es lecker. Habe ich jetzt oft genug gesagt, dass ich das lecker finde, ne? Von Foodspring, Protein Cream Haselnuss. Mhm. Oha. Da muss man schnell sein, denn die ist nur bis 30.09. haltbar. Okay, dann werde ich die gleich in Anwendung nehmen, weil mir ist eben meine Nuss-Nougat-Creme leer gegangen. Dann werde ich die mal ausprobieren. Ich persönlich mache jetzt nicht so super viel Sport, dass ich jetzt irgendwie zusätzlich Proteine bräuchte oder so. Ich finde sowas halt einfach lecker, ne? Und dann kommt das auf jeden Fall auf mein demnächst Brot und Toast. Haselnuss-Kakaocreme mit Molkenprotein. Komm, das kann ich jetzt aber mal probieren, weil ich werde ja eh gleich auch... Upsala! Das ist direkt einfach mal hier gelandet. Okay, kann ich auch so probieren. Ja, aber ein bisschen was vom Deckel darf auch sein, ne? Das sieht auf jeden Fall so aus. Hat die klassische Farbe, aber eine etwas flüssigere Konsistenz offensichtlich, ne? Das Mundgefühl ist angenehm. Ich finde es lecker. Das ist halt das Positive hier dran tatsächlich. Das ist nicht so klebrig wie die wie Nutella, ne? Das ist halt einfach ein bisschen was anderes. Ich finde es lecker. Also ich werde es definitiv als Ersatz mir gönnen. Ich werde jetzt hier nicht den ganzen Bottich aufessen, Claudi. Da muss ich jetzt aufpassen. Was ist da denn hier? Ich habe das jetzt überall hängen. Egal. Und dann habe ich einen Energy Drink drin. Ja, Black Orange, Tangy and Natural von Red Bull, The Organics. Und das trinken wir ab und an auch mal wohl so zwischendurch. Ne? Das kann man als junge Eltern auch einfach mal ganz gut gebrauchen. Jetzt gerade brauche ich es nicht, weil wie gesagt, ich habe schon 2 Kaffee-Intos. Vielleicht später mal oder morgen. Dann habe ich hier was am Start und zwar, oh, Mr. Brownie Chocolate Brownies.
Also die wollen mich hier auch gerade echt verführen, ne? Finde ich großartig. Ich nehme die Einladung an. Das ist halt nur irgendwie platt. Ich weiß nicht, ob das so muss. Also guck mal, ein Brownie ist ja normalerweise etwas höher. Das ist mit belgischer Schokolade. Und da sind 2 Stück drin. Okay. Ja, die waren, glaube ich, mal ein bisschen, die haben das ein bisschen zu tief in den Karton reingepackt. Okay, die wollten mal hoch sein. Ja, da dumm. Das ist halt wie so eine Muffin-Verpackungsgeschichte. Mega saftig. Sehr süß. Aber ich mag sowas halt, ne? Ich bin halt eine Süße. Ein Riegel haben wir hier drin. Da gibt es verschiedene Varianten von. Cinnamon Pecan, Double Chocolate oder Lemon Raspberry. Und ich habe Cinnamon Pecan. Also die wollen mich heute wirklich ein bisschen zimtmäßig glücklich machen. Ist okay, ne? Wir haben es jetzt hier draußen auch, ja gut, 19 Grad, aber es regnet Windfäden. Ich fühle mich auch schon so ein bisschen weihnachtlich, weil hier stehen auch schon 2 Adventskalender. Läuft bei mir. Oh, und das sind halt so, kannst du einzeln portionieren, ne? So kleine Prömpel. Lecker. Saftig, aber nicht so saftig wie der Brownie gerade war. Aber saftiger als diese Waffel natürlich, ne? Der Zimtgeschmack ist so ein bisschen dezenter, was ich aber gut finde. Die Pekannüsse kommen ganz gut raus. Schmeckt, genau. Schmeckt und schmeckt mir definitiv gut. Weiter geht die wilde Reise. Mensch, die Buchse, ne? Da war jetzt alles irgendwie lecker. Und sowas kann man auch ganz gut gebrauchen. Ich glaube, jeder Haushalt hat sowas bei sich halt auch irgendwie stehen, ne? Das ist eine von Natuco Nature Company Bio-Brühe mit Rind. Bester Geschmack aus ökologischen Zutaten. Ne? Also sei es, dass man daraus halt irgendwie eine Soße sich dann später konzipiert oder dass man da irgendwas drin kocht zum Beispiel. Oder, was ich auch ganz gerne mache, wenn einer von uns beiden, entweder mein Freund oder ich, Erkältungssymptome bekommt, gibt es halt Brühe mit Zwieback. Ist jetzt vielleicht nicht so das ultimativ gesunde Gedönsen, wobei das hier, glaube ich, relativ gesund ist. Ne? Ist leider nur bis 31.10. haltbar. Also da sind geile Produkte drin, aber man muss ein bisschen aufpassen, dass man die auch zeitnah aufbraucht. Ne? Ja, finde ich gut, tatsächlich. Gefällt mir, wird verwendet. Sehr schön. Das ist so ein Basic-Produkt, ne? Das ist ein V-Plus Spritz Bitterorange. Erinnert einen vielleicht so ein bisschen an Desperados, ne? Habe ich damals in meiner Jugend sehr viel und sehr, sehr gerne getrunken. Mittlerweile ist bei mir halt so, dass ich ab und an Alkohol trinke, aber jetzt nicht so, ne, wie damals. Es waren halt andere Zeiten. Wobei das gerade auch so ein bisschen was von Aperol vielleicht haben. Aperol Spritz oder so. Ich denke, das werde ich mir kalt stellen und dann vielleicht einfach mal irgendwann so gönnen. Mal gucken. Oder für Besuch, ich weiß es nicht. Die freuen sich halt auch immer wieder, wenn unterschiedliche Biersorten hier stehen. Aber V-Plus ist dann jetzt nicht so unbedingt das, was ich dann den Herren so anbiete. Die sind dann halt mehr so Richtung Weißbier oder klassisches Bier. Ja. Und das Letzte, was wir hier drin haben, finde ich großartig. Fritt, vegan, mit Pfirsichgeschmack. Und ich mag gerne Fritt, habe ich mir letztens tatsächlich noch irgendwo im Laden auch gekauft und das einfach eingeatmet. Ich finde es auch schön, dass die eine vegane Variante haben. Was ich aber schade finde, ist, dass die Packung viel, viel kleiner ist. Und ich glaube, genauso viel kostet. Ne? Aber das ist halt immer so die Sache, hiervon wird natürlich deutlich weniger produziert. Dementsprechend ist die Fixkostendegression bei solchen Produkten eine etwas andere wie bei der generellen Masse. Also es ist schwierig, es ist immer schwierig. Aber ich finde es cool, dass es drin ist, denn ich mag sowas ja gerne. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Aber das werde ich mir gleich genehmigen, weil das meistens etwas am Gaumen klebt, um das mal so zu sagen. Also, wir haben hier eine Box, die mir richtig gut gefällt. Für 15,99 € diese Lebensmittel astrein. Also das Einzige, wo ich sage, hätte jetzt nicht unbedingt drin sein müssen, für mich persönlich, ist das hier. Aber das hier ist quasi auch das Überraschungs-Add-on-Produkt, ne, was hier aufgeführt ist. Alles andere gefällt mir. Alles andere wird auch hier schön seinen Einsatz finden und gesnackt werden und finde ich großartig. Also schaut bei die Gusterbox vorbei. Die werden auch einen großartigen Adventskalender wieder dieses Jahr rausbringen. Und ja, das wäre es auch hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.